Die Mini-Abdominoplastik, was ist das? Das ist in aller Regel tatsächlich die kleine Schwester der Bauchdeckenplastik. In aller Regel wird dabei der Nabel nicht separat versetzt. Das heißt, man wird im Regelfall nur unterhalb des Nabels Haut entfernen, sodass die Position des Nabels nicht oder nur geringfügig verändert werden muss. Das heißt, bei einer Mini-Abdominoplastik wird in aller Regel auch die Muskelfaszie nicht gerafft. Aber auch da ist es ein fließender Übergang. Das heißt, eine Mini-Abdominoplastik ist kein feststehender Begriff, sondern eher eine Definition des jeweiligen Chirurgen auf die Situation des Patienten bezogen. Wer ist für eine Mini-Bauchdeckenstraffung geeignet? Das sind vor allem Personen, bei denen die Problematik, also sprich Haut- und Fettgewebsüberschuss oder Probleme mit der Hautqualität, bei denen sich diese Problematik auf den Unterbauch beschränkt, bei denen die Situation im Nabelbereich und darüber nicht stört und die keine ausgeprägte Überdehnung der Muskulatur oder der Muskelfaszie haben. Diese Personen profitieren davon, dass man wirklich nur einen kleinen Schnitt machen muss, der eben ungefähr, ja, ungefähr so lang wie ein Kaiserschnitt oder etwas länger ist. Man wird in dem Fall den Nabel nicht versetzen und in aller Regel auch keine Muskelraffung vornehmen. Welche Vorteile bietet die Mini-Bauchdeckenstraffung? Der Vorteil ist, dass man schneller fit ist, dass man in aller Regel diesen Eingriff ambulant durchführen kann, dass die Mieder kleiner sind, dass weniger genäht werden muss, der Nabel wird nicht versetzt und damit ist einfach der Eingriff ein viel kleinerer und weniger belastend. Welche Risiken gibt es bei einer Mini-Bauchdeckenstraffung? Die Risiken sind eigentlich eher allgemeinchirurgischer Natur, das heißt, da wo geschnitten wird, kann es eine Blutung, eine Nachblutung geben. Es kann theoretisch eine Infektion oder Wundheilungsstörungen geben, das ist aber bei diesen Eingriffen extrem selten. Auch eine Wundwasseransammlung ist bei diesem Eingriff eher selten. Das heißt, im Grunde ist diese Operation sehr risikoarm, deutlich risikoärmer als eine komplette Bauchdeckenstraffung. Ab wann ist man nach einer Mini-Bauchdeckenstraffung wieder gesellschaftsfähig? Die Mini-Bauchdeckenstraffung ist ja ein viel kleinerer Eingriff als eine klassische Abdominoplastik. Das heißt, man ist relativ schnell, das heißt nach 1 bis 2 Tagen eigentlich wieder so weit, dass man gut am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Man hat in aller Regel auch keine Drainagen bei Mini-Bauchdeckenstraffungen. Man hat weniger Spannungsgefühl im Bauch, man bewegt sich noch besser als nach einer Standard-Abdominoplastik. Das Mieder ist kleiner, von daher ist man einfach weniger beeinträchtigt und fühlt sich auch schneller wieder fit. Sind nach einer Mini-Abdominoplastik Narben sichtbar? Auch da. Die Narben sind natürlich weniger lang als bei einer klassischen Bauchdeckenstraffung. Im Nabelbereich in aller Regel auch keine. In aller Regel ist es auch so, dass die Spannung deutlich geringer ist auf der Wunde. Das heißt, die Narbe wird in aller Regel auch besser, als man das bei einer richtig großen Bauchdeckenstraffung erreichen kann. Aber sichtbar sind auch dort die Narben. Das Ergebnis nach einer Mini-Bauchdeckenstraffung. Auch da gilt, was weg ist, ist weg. Es kann natürlich immer sein, dass Hautüberschuss wieder entsteht, wenn die Ernährung nicht berücksichtigt wird, wenn man wieder viel zunimmt. Es gibt aber auch Fälle, wo zum Beispiel die Gewebsqualität nicht besonders gut ist. Es ist aber in aller Regel so, dass der gleiche Befund nach der Operation sich nicht mehr bildet. Wie viel kostet eine Mini-Bauchdeckenstraffung? Da das davon abhängig ist, wie ausgeprägt der Befund ist, beziehungsweise was die Patienten stört, was gemacht werden sollte, geht der Preis ungefähr bei 2000 Euro los und bewegt sich in aller Regel zwischen 2.000 bis 4.000 Euro. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten einer Mini-Bauchdeckenstraffung? Ich glaube, das kann man mit Nein beantworten.
Denn Krankenkassen übernehmen in aller Regel nur dann Kosten eines Straffungseingriffes, wenn es wirklich sehr ausgeprägte Fälle sind. Wie erwähnt, wir haben keine Kassenzulassung, von daher würden die Kosten für eine Bauchdecken- bzw. Mini-Bauchdeckenstraffung in unserer Klinik gar nicht übernommen werden.